Wie war die Erde im Zeitalter der Superkontinente? Stellen Sie sich eine Welt vor, in der riesige Länder herrschten. Eine Welt vor uns, bevor das Leben, wie wir es kennen, überhaupt entstanden ist. Eine Welt der Superkontinente, Giganten aus Stein und Erde, Hüter der vergessenen Geschichte. Herzlich willkommen, lieber Reisender. Heute machen wir uns auf den Weg, um die Geheimnisse dieser gigantischen Länder zu erkunden. Von Pangäa bis Rodinia, von Laurasia bis Gondwana entdecken wir die Kräfte, die unseren Planeten geformt und die Entwicklung des Lebens auf der Erde beeinflusst haben. Aber bevor wir zu einem neuen Abenteuer aufbrechen, denken Sie daran, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit Sie nichts verpassen. Vielen Dank und eine gute Reise! Es war vor 4,5 Milliarden Jahren. Vor 4,5 Milliarden Jahren entstand die Erde, unser Planet, aus dem Herzen eines sich bildenden Sonnensystems. Der Gravitationskollaps eines Gasnebels und kosmischen Staubs bildet eine protoplanetare Scheibe um eine junge Sonne. Widerstreitende Teilchen innerhalb der Scheibe verschmelzen zu Planetesimalen und schließlich zu Protoplaneten. Zu diesen gehört auch die Erde. Sie entwickelt sich weiter, verschmilzt und kollidiert mit anderen Himmelskörpern. Im Laufe der Jahrtausende durchläuft unser Planet komplexe geologische Prozesse. Durch Vulkanausbrüche und die Verdunstung von Gasen aus seinen Eingeweiden bilden sich eine Atmosphäre und Ozeane. Als günstige Umgebung für die Entstehung von Leben wurden die primitiven Ozeane zur Grundlage für die Evolution und Entwicklung der künftigen biologischen Vielfalt der Erde. Die Geschichte der Erde verläuft nicht friedlich. Sie wird von fantastischen Kapiteln unterbrochen, in denen Länder und Meere geformt werden. Eines der faszinierendsten Kapitel in dieser geologischen Geschichte ist das der Superkontinente. Dabei handelt es sich um riesige Landmassen, die zu verschiedenen Zeiten der Erdgeschichte die Landkarte der Erde dominiert haben. Als Ergebnis des komplexen Tanzes der tektonischen Platten spielen die Superkontinente eine entscheidende Rolle in der Entwicklung unseres Planeten. Ihre unauslöschlichen Spuren prägen heute die Landschaft. Die Geschichte der Superkontinente ist wie ein Tauchgang in die Tiefen der geologischen Vergangenheit und führt zur Erforschung ferner Länder, die einst wie Herrscher regierten. Vom geheimnisvollen Rodinia über das berühmte Gondwana bis hin zu Pangäa haben sich die Kontinente immer wieder zusammengefunden und auseinandergezogen. Dies ist die Geschichte einer Erde in ständiger Metamorphose. Herzlich willkommen in der Geschichte der alten Superkontinente. Kontinente und ihr ständiges Ballett sind ein wesentlicher Bestandteil der geologischen Geschichte der Erde. Kontinentalmassen, die von der Plattentektonik mitgerissen werden, schließen sich zu Superkontinenten zusammen, zersplittern dann und kommen wieder zusammen. Auf diese Weise haben zahlreiche Superkontinente im Laufe vieler Epochen die Landschaft der Erde geformt. Da unser Planet eine Kugel ist, wechseln die tektonischen Bewegungen der Kontinente ab. Der Wilson-Zyklus ist das wissenschaftliche Modell, das diesen Kontinentalwalzer beschreibt. Ein Zyklus dauert zwischen 400 und 600 Millionen Jahren. So folgen die Wilson-Zyklen seit mindestens 2,5 Milliarden Jahren aufeinander.
Heute befindet sich die Erdoberfläche in einem Zustand der maximalen Fragmentierung. Es ist eindeutig nicht einfach, die Morphologie oder auch nur die Spuren der ersten Kontinente zu verfolgen. Kontinentale Gesteine werden durch tektonische Ereignisse wie Kollisionen, Subduktionen und Erosion ständig umgestaltet. Die Wissenschaftler sind sich einig, dass die ersten Kontinente vor mehr als 3 Milliarden Jahren entstanden sind, auch wenn die Bildung von Kontinentalmassen so früh in der Erdgeschichte umstritten ist. Der letzte Superkontinent, der der heutigen Formation vorausging, war Pangäa. Ihm gingen noch mehrere Zyklen voraus, die zur Bildung verschiedener Superkontinente führten. Es gibt verschiedene Modelle über die Vergangenheit der Superkontinente. Eines davon besagt, dass der Urkontinent der erste war, der sich gebildet hat. Er hätte sich während des Archaikums vor 3,1 Milliarden Jahren gebildet. Ur umfasste die heutigen Teile des südlichen Afrikas, Madagaskars, Ostindiens und den äußersten Westen Australiens. Man schätzt, dass die Ausmaße dieses Superkontinents viel kleiner als Australien waren. Er könnte durch die Kollision mehrerer Inselbögen vulkanischen Ursprungs entstanden sein und hätte sich dann mit anderen Kontinenten verbunden. Ein anderes Modell besagt, dass Kolumbien einer der ersten Superkontinente war, der vor etwa 1,8 Milliarden Jahren entstand. Die Zeit der Kollisionen und der Orogenese, die zu seiner Entstehung führte, begann vor 2,2 Milliarden Jahren. Kolumbien umfasste zu dieser Zeit den größten Teil der Landmasse der Erde. Seine Ausmaße werden auf etwa 12.900 Kilometer von Norden nach Süden und 4.800 Kilometer an seiner breitesten Stelle geschätzt. Nach seiner endgültigen Entstehung wuchs Kolumbien mehr als 1 Milliarde Jahre lang in Subduktionszonen, wodurch ein riesiger Magmagürtel entstand. Vor 1,6 Milliarden Jahren begann Kolumbien zu zerbrechen. Innerhalb weniger Millionen Jahre verschwand der Kontinent vollständig und verteilte seine verschiedenen Fragmente über den gesamten Globus. 500 Millionen Jahre später kamen sie wieder zusammen und bildeten den Superkontinent Rodinia. Rodinia war ein Superkontinent, der im Proterozoikum existierte. Er war der erste gut dokumentierte Superkontinent, der so alt ist wie Kolumbien oder Ur. Vor etwa 1,1 Milliarden Jahren führte die Plattentektonik mehrere Kontinentalmassen zusammen, die aus der Aufspaltung Kolumbiens resultierten. Zwei Kontinentalblöcke, die ehemaligen Teile Nord- und Südamerikas, kollidierten und bildeten einen Superkontinent namens Rodinia. Das Granville Origin, eine gewaltige Gebirgskette, die sich über mehrere tausend Kilometer vom heutigen Quebec bis nach Mexiko erstreckt, ist die unauslöschliche Spur dieser kontinentalen Verschweißung. Rodinia umfasst fast alle Landmassen der damaligen Zeit. Es ist von einem Ozean namens Mirovia umgeben. Das Aussehen der Erde unterscheidet sich stark von dem, was wir heute kennen. Die Ostküste der Vereinigten Staaten grenzt an die Westküste von Südamerika. Die Antarktis und Australien grenzen an die Westküste der USA. Weit entfernt von den Fließgewässern besteht Rodinia aus einer riesigen Ebene. Hier sammeln sich mehr oder weniger feine Sande an. Der Superkontinent ist völlig unfruchtbar, da Leben nur noch im Wasser existiert. Damals enthielt die Atmosphäre nur 5% der heutigen Sauerstoffkonzentration.
Dies reichte nicht aus, um eine Ozonschicht zu entwickeln, die die Oberfläche und damit die Lebensformen vor ultravioletter Strahlung schützte. In den Sedimenten aus dieser Zeit finden sich zahlreiche biologische Strukturen, wie zum Beispiel Stromatolithen. Zu dieser Zeit bestand das Leben auf der Erde hauptsächlich aus einzelligen Lebensformen und Mikroorganismen. Dazu gehören Bakterien und Cyanobakterien. Dies sind einfache, oft einzellige Organismen. Sie sind die Vorläufer der komplexeren Lebensformen, die sich später entwickeln werden. Die Umweltbedingungen auf der Erde zur Zeit von Rodinia unterscheiden sich von denen der heutigen Zeit. Das Leben war hauptsächlich mikroskopisch klein. Es würde hunderte von Millionen Jahre dauern, bis sich komplexere Lebensformen entwickeln würden. Damals muss man sich die Erde als einen einzigen großen Kontinent vorstellen, der von einem riesigen Ozean umgeben ist. Die Durchschnittstemperatur beträgt 10,5 Grad Celsius. Die Sonnenstrahlen waren nicht so stark wie heute, so dass die Intensität um 6% geringer war. Der Tag dauerte weniger als 22 Stunden und das Jahr hatte 13 Monate. Zu dieser Zeit von Rodinia waren die Zellen bereits mit Organellen ausgestattet, die durch die Aufnahme und Kombination von Bakterien Energie erzeugen. Cyanobakterien fangen dank der vorhandenen Pigmente Licht ein. Sie können ihre eigene organische Substanz synthetisieren, hauptsächlich einfache oder komplexe Zucker. Wir bezeichnen sie als photosynthetisch. In jüngerer Zeit haben die Zellen Chloroplasten entwickelt. Dieses Organell ermöglicht es ihnen, das Licht einzufangen, das die Photosynthese antreibt. Die Chloroplasten sind aus dem Phänomen der Endosymbiose hervorgegangen. Zellen mit Zellkernen haben einige dieser photosynthetischen Bakterien aufgenommen. Daraufhin kam es zu einer Reihe von Veränderungen, einschließlich Gentransfers zwischen dem Zellkern der Wirtszelle, den neu aufgenommenen Bakterien und den bereits vorhandenen Elementen. Die entstandene Zelle ist nun autark. Es entstehen neue Arten von Organismen wie Chromophyten, Haptophyten, Dinoflagellaten und Pilzsporen. Die auf dem Superkontinent Rodinia lebenden Organismen erlebten das Aufkommen der sexuellen Fortpflanzung. Während dieser Periode blieben die Akritarchen übrig. Die meisten waren einzellige Grünalgen. Sie waren sehr vielfältig und erreichten Größen von einem Hundertstel Millimeter bis zu mehreren Zentimetern im Durchmesser und hatten runde, glatte, polygonale oder stachelige Formen. Neben ihnen leben auch mehrzellige Algen mit verzweigtem Talus. Zu dieser Zeit leben keine Tiere. Der Kontinentalwalzer bringt etwa alle 400 bis 600 Millionen Jahre Kontinentalmassen rund um den Globus zusammen und löst sie wieder auf. Superkontinente sind wie Deckel. Die innere Wärme entweicht nur durch Wärmeleitung, ein Mechanismus, der äußerst ineffizient ist. Daher staut sie sich und erhöht die Temperatur des oberen Mantels und der unteren Kruste. Die zentralen Teile der Kontinente erwärmen sich. Die Dichte der Gesteine nimmt ab, so dass sie an die Oberfläche steigen und große Kuppeln bilden. Die Kruste dehnt sich aus und wird dünner. Durch diese Bewegung entstehen Klüfte, aus denen Magma austritt. Die vulkanische Aktivität wird sehr intensiv. Vor etwa 850 Millionen Jahren bildete sich im heutigen Westen der Vereinigten Staaten ein Superdom. Innerhalb von 100 Millionen Jahren begann er zu brechen und zu splittern.
Diese Risse verbreitern sich jedes Jahr um einige Zentimeter und die Lava steigt nach oben. Schließlich reißt die Kruste auf und gibt den Weg für das Magma frei. Ein gewaltiger Riss trennt Rodinia in zwei große Massen. Auf der einen Seite liegen Australien, die Ostantarktis und das südliche Afrika. Auf der anderen Seite Laurussia, Südamerika und Westafrika. Die Erde erscheint ruhig. Die mittelozeanischen Wellen sind nicht sehr aktiv und die Durchschnittstemperatur sinkt. Es bilden sich riesige Eisflächen, die sich bis zum Rand des Äquators ausdehnen. Eine Rückkopplungsschleife beginnt. Das Eis reflektiert mehr Sonnenstrahlung als die dunkleren Ozeane. Die Abkühlung verstärkt sich und der gesamte Planet friert zu. Die Temperaturen sinken auf minus 50 Grad Celsius. Das Meereis ist über einen Kilometer dick. Die Erde hat sich in einen regelrechten Schneeball verwandelt. Die Ökosysteme befinden sich in einem Umbruch. Doch auf dem Grund der Ozeane leben noch Bakterien und Algen. Die Prozesse, die es der Erde ermöglichten, aus diesem Schneeballsystem herauszukommen, sind noch immer kaum verstanden. Wissenschaftler vermuten, dass sich das vulkanische Kohlendioxid auf zwei Arten angesammelt haben könnte. Ein Teil des CO2 könnte sich in der Atmosphäre in Mengen angesammelt haben, die ausreichten, um den Treibhauseffekt auszulösen und den Planeten zu erwärmen. Das CO2 könnte sich aber auch unter dem Eis angesammelt haben und bei einer Eruption freigesetzt worden sein. Es würde 1 Million Jahre dauern, bis der dicke Eismantel, der den Planeten bedeckt, schmilzt. Pannotia ist ein Superkontinent, der im Neoproterozoikum vor etwa 600 Millionen Jahren entstand. Er entstand durch den Zusammenschluss von Kratonen aus den verschiedenen Fragmenten von Rodinia. Der Superkontinent Pannotia ist auch unter anderen Namen wie Gondwanaland, Vendeen und Panafrika bekannt. Nach der besonders kalten Periode, die auf die Zersplitterung Rodiniens erfolgte, blühte auf der Erde eine Form von primitivem Leben auf. Das Klima wird recht warm, etwa 25 Grad Celsius. Je nach Gebiet wechselt das Klima von tropisch zu arid mit höheren Temperaturen. Die Cyanobakterien, die die Eiszeit überlebt haben, nehmen ihren Photosyntheseprozess wieder auf. Sie setzten große Mengen an Sauerstoff frei. Das Leben wird mit viel größerer Intensität wieder aufgenommen. Die sich rasch entwickelnde Fauna des Ediacaran besiedelt die Gewässer rund um den neu entstandenen Superkontinent. Die Luft verändert sich, mit Folgen für die Ökosysteme. Die mikrobielle Fauna entwickelt sich weiter und wird komplexer. Von nun an sind sie keine einfachen Zellansammlungen mehr, sondern echte Tiere. Der Superkontinent Pannotia war nur von kurzer Dauer. Vor 560 Millionen Jahren begann er zu zerbrechen. Es bildeten sich mehrere lithosphärische Megaplatten, darunter Laurentia, Baltica, Sibirien und das größte Stück, Gondwana. Mehrere Ozeane, darunter der Iapetus-Ozean, sind in diese riesigen Kontinentalmassen eingedrungen. Es finden Veränderungen statt, die weitreichende Folgen für die Lebewesen haben. Gondwana ist ein Superkontinent, der im späten Präkambrium und frühen Paläozoikum entstand. Er umfasste die Länder, die heute Südamerika, Afrika, die Antarktis, Indien, Australien und die arabische Halbinsel bilden.
Während aktiver Phasen der Plattentektonik entsteht ein Klima, das der Artenvielfalt förderlich ist. Der Meeresspiegel steigt und das Klima verändert sich, was zu tiefgreifenden Veränderungen in der Chemie der Ozeane führt. Infolgedessen erlebten Metazoen und andere Trilobiten eine plötzliche und intensive Expansion, die als kambrische Explosion bekannt wurde. Die zahlreichen Öffnungen der Ozeane führten zu einer Diversifizierung der Lebensräume, die der Entwicklung des Lebens förderlich waren. In nur wenigen Millionen Jahren explodierte die Zahl der Arten. Dies war eine entscheidende Phase in der Evolution des Lebens auf der Erde. Es entstanden die meisten der heutigen Hauptgruppen der Metazoen sowie eine enorme Vielfalt an Tier-, Pflanzen- und Bakterienarten. Eines der Hauptmerkmale dieser Fauna ist der Erwerb von Hartgewebe in Form von mineralisierten Skeletten. Dazu gehören Brachiopoden, Mollusken, Archäozoen und Arthropoden. Heute haben viele Organismen, auch mikroskopisch kleine, die nur wenige Millimeter groß sind, mineralisierte Skelette. Sie können Schalen oder einfach nur Fragmente von Organismen bilden. Diese Mineralisierung erfolgt zur gleichen Zeit, in der die Organismen beginnen, sich einzugraben. Das Auftreten dieser Schale kann eine Reaktion auf ein Schutzbedürfnis sein, um sich gegen Fressfeinde zu wappnen. Die chemischen Reaktionen, die für diese Mineralisierung notwendig sind, erfordern viel Energie in einem relativ kurzen Zeitraum. Diese Menge steht erst zur Verfügung, wenn eine bestimmte Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre erreicht ist, die mindestens 10% der heutigen Konzentration entspricht. Diese Schwelle wurde vor 542 Millionen Jahren erreicht. Es erscheint das älteste heute bekannte Tier. Der Schwamm. Dieses Urtier hat kein Nervensystem, kein Gefäßsystem und noch weniger ein Verdauungssystem. Er ist auf seine einfachste Form reduziert. Er filtert einfach das ihn umgebende Wasser, um die benötigten Nährstoffe zu erhalten. Die ersten Tiere mit weichen Körpern entwickeln sich. Sie sind noch bewegungsunfähig und bleiben auf dem Meeresboden. Das tierische Leben macht einen großen Schritt nach vorn. Von mikroskopischer Größe begannen die Organismen zu wachsen. Die allgemeinen Formen dieser Tiere sind sehr vielfältig und unverwechselbar. Sie haben keine Ähnlichkeit mit dem, was wir heute kennen, sondern sind eher wie Scheiben oder flauschige Säcke geformt. Die ersten beidseitig symmetrischen Tiere tauchen auf. Ein wichtiges Merkmal, das sie von der Ediacara-Fauna unterscheidet, ist, dass sie sowohl innere als auch äußere Organe besitzen. Insbesondere haben sie nun Augen, Beine, ein Verdauungssystem, Antennen und einen Mund. Es entwickelte sich eine Nahrungskette, in der einige Lebewesen als Beute und andere als Räuber fungierten. Neben den Mikroorganismen bilden die auf dem Meeresboden lebenden Trilobiten das untere Ende der Nahrungskette. An der Spitze steht der Anomalocaris, das Superraubtier der damaligen Zeit. Bei diesem Tier handelt es sich um eine heute ausgestorbene Gattung von Arthropoden. Es war das erste bekannte Tier mit vollständigen Sehorganen und das erste Raubtier in der Geschichte des Lebens. Das ist weit entfernt von den harmlosen kleinen Kreaturen früherer Zeiten. Anomalocaris ist ein Meeresungeheuer. Es ist knapp einen Meter lang und hat scharfe Knochenplatten im Maul, mit denen es seine Beute zerquetschen kann. Es hat große Sehorgane, Facettenaugen.
Diese sind 2 bis 3 Zentimeter lang, stäbchenförmig und haben 16.000 Facetten. Ihr Sehvermögen ist zwar noch unscharf, reicht aber aus, um ihre Beute zu erkennen. Dies ist ein beachtlicher evolutionärer Sprung in der Geschichte des Lebens. Die Morphologie von Anomalocaris ist so untypisch, dass die Paläontologen erst seit kurzem in der Lage sind, ein vollständiges Bild von ihm zu zeichnen. Jahrelang glaubte man, dass die verschiedenen Körperteile zu unterschiedlichen Tieren gehörten. Obwohl seine Augen unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wirft das Maul dieses furchterregenden Raubtiers viele Fragen auf. Es hat die Form eines abgeflachten Rings und wurde lange Zeit mit einer Qualle verwechselt. Manche beschreiben ihn als fliegende Untertasse mit einer Ananasscheibe. Mit seinen Zähnen kann er sich von hartschaligen Beutetieren ernähren. Der lange, schmale Körper von Anomalocaris ist von einem Exoskelett bedeckt. Mit seinen beweglichen Beinen kann er seine Nahrung zum Mund führen. Mit seinen 28-paarigen Seitenflossen und seinem langen, V-förmigen Schwanz bewegt sich dieser hervorragende Schwimmer schnell durch das Wasser. Anomalocaris trifft auf andere Kreaturen, von denen einige origineller ist als die andere. Opabinia regalis ist ein seltsames kleines Tier. Es hat 5 Augen, 2 Paar an den Seiten und eines in der Mitte. Dieser Gliederfüßer mit weichem Körper kann zwischen 40 und 70 mm groß werden. Opabinia regalis hat einen langen, biegsamen Rüssel, mit dem sie sich ernährt, indem sie ihre Beute im Sediment einfängt und zum Mund führt. Sie bleibt auf dem Meeresboden, kann aber auch durchaus schwimmen, um ihrer Beute zu folgen. Halocygenia ist ein weiteres völlig halluzinierendes Tier. Seine Morphologie erinnert an einen Wurm. Es ist zwischen 0,5 und 3 cm lang. Es hat einen länglichen Kopf mit 2 Augen an der Spitze. Sein Maul ist von kräftigen Lamellen umgeben, außerdem hat es kleine Zähne. Das Tier scheint sich mit seinen 7 Stachelpaaren auf Stelzen zu bewegen. Halocygenia lebt auf dem Meeresboden und ernährt sich, indem es Wasser durch sein Maul aufsaugt. Es gehört zu einer Gruppe, zu der auch Gliederfüßer gehören, aber die Struktur seiner Beine deutet darauf hin, dass es ein naher Verwandter von Onychophoren ist, raupenähnlichen segmentierten Tieren mit nicht gegliederten Anhängseln. Halocygenia kommt in engem Kontakt mit Nectocaris pteryx, einer ausgestorbenen Gattung von Kopffüßern. Dieses Tier hat einen Kopf mit 2 Augen, 1 oder 2 Paar Gliedmaßen und einen Panzer auf dem Rücken. Seine längliche, schlanke Form verleiht ihm eine Morphologie, die einem primitiven Fisch ebenso ähnlich ist wie einem Insekt. Nectocaris pteryx ist ein freier Schwimmer und bewegt sich sehr schnell. Seine großen Augen an der Vorderseite des Kopfes lassen vermuten, dass er ein Raubtier gewesen sein muss. Unter all diesen Kreaturen erregt die Picaia gracilens unsere Aufmerksamkeit. Diese Glas- oder Aalart misst nur wenige Zentimeter. Es ist nicht seine Größe, die uns interessiert, sondern vielmehr die protodorsale Wirbelsäule, die ihn als erstes Tier des Stammes der Chordaten qualifiziert. Einige Wissenschaftler vermuten sogar, dass es der Vorläufer der Wirbeltiere und damit der Säugetiere war. Picaia gracilens hat 2 kleine Tentakel um den Mund und ein paar Anhängsel unterhalb des Kopfes. Es hat Blutgefäße und Myomere, das heißt Muskelbündel.
Das Vorhandensein eines Neuralrohrs und eines Cordums, einer knorpeligen Struktur, hat es möglich gemacht, die Zugehörigkeit zu den Chordaten zu definieren. Picaia gracilens verbringt die meiste Zeit auf dem Meeresboden und ernährt sich von organischem Material. Vor 485 Millionen Jahren bewegte sich das in äquatorialen Breitengraden gelegene Gondwana in Richtung Südpol. Zu dieser Zeit war der Superkontinent teilweise von flachen Meeren bedeckt. Als er sich dem Pol näherte, sanken die Temperaturen in Gondwana. Es begann von Gletschern bedeckt zu werden. Das Klima kühlte sich allmählich ab, während die Artenvielfalt zunahm. Im Laufe der Jahrmillionen bildeten sich große Gletscher in diesen flachen Meeren. Der Meeresspiegel sinkt. Dieser plötzliche Temperaturanstieg fiel auch mit einem großen Massenaussterben zusammen, bei dem 60% aller wirbellosen Meerestiere und 25% aller Familien verschwanden. Der Sauerstoffgehalt entsprach 2% der heutigen Atmosphäre. Der Ozean, in dem es von Leben wimmelte, wich der Leere und Ruhe. Der Meeresspiegel ist niedriger und die Untiefen sind zahlreicher. Die überlebenden Organismen wachsen weiter und vermehren sich. Auf dem Meeresboden gedeiht eine große Vielfalt von Organismen. Dies ist die Zeit des Great Ordovician Biodiversification Event. Dieses Ereignis wird durch eine rasche Diversifizierung des Planktons begünstigt. Die auf dem Meeresboden verbliebene Fauna kann sich ernähren und weiterentwickeln. Trilobiten sind noch vorhanden, wenn auch in geringerer Zahl, ebenso wie Seelilien und zweischalige Brachiopoden. Daneben tauchen neue Arten auf. Korallen wachsen in Hülle und Fülle und bilden Korallenriffe, die den Meeresboden verschönern. Korallen ähneln kleinen, blühenden Bäumen, die an Felsen oder am Meeresboden hängen, sind aber eigentlich kleine Tiere. Sie bilden Kolonien und bauen ein gemeinsames Skelett auf, das je nach Art die Grundlage eines Korallenriffs bildet. Als sie entdeckt wurden, hielt man Korallen für Meerespflanzen, die zu Stein wurden, sobald sie aus dem Wasser kamen. Erst im 18. Jahrhundert wurde die Koralle als Mitglied der großen Familie der Nesseltiere, Cnidaria, anerkannt. Korallenriffe bilden ein wahres Ökosystem. Es ist eine ganz besondere, natürliche Umgebung, die aus einer Vielzahl von Pflanzen und Tieren besteht. Sie sind die Heimat von Tausenden von Fischarten und anderen Tieren wie Muscheln, Seesternen und so weiter. Korallen sind eine große Bereicherung für die Meeresfauna. Wir kehren nun zu unserem kleinen Picaia zurück, einem nur wenige Zentimeter langen Tier mit einer Proto-Wirbelsäule, das wahrscheinlich zu den ersten Wirbeltieren gehörte. Die Wirbelsäule von Picaia erstreckt sich über die gesamte Länge des Tieres. Sie stützt die Muskeln und Organe, aus denen das Tier besteht. Diese Sehne besteht jedoch nicht aus Knochen, sondern aus Knorpel. Einige Fische behalten dieses Merkmal bei, wie zum Beispiel die heute noch vorkommenden Knorpelfische. Die bekanntesten unter ihnen sind Rochen, Haie und Sägefische. Der Picaia, den wir im vorigen Abschnitt erwähnt haben, hat sich jedoch weiterentwickelt. Er ernährt sich nicht mehr über seine Kiemen, sie werden nur noch zum Atmen verwendet. Um sich zu ernähren, saugt sie ihre Nahrung auf, die aus kleinen wirbellosen Tieren und den Überresten toter Tiere auf dem Meeresboden besteht. Scharfe Raubtiere, wie Gliederfüßer, stellen sich ihnen frontal entgegen.
Die ersten Gliederfüßer aus dem Kambrium waren kleine Tiere von nur wenigen Zentimetern Länge. Sie hatten einen leichten Panzer. Bis zum Ordovizium hatten sich die Gliederfüßer jedoch zu riesigen Meeresungeheuern entwickelt. Der dünne Panzer wich einem dicken Panzer. Einer der Superraubtiere dieser Zeit ist ein naher Verwandter des Hufeisenkrebses, der im Ordovizium auftauchte und uns noch heute begleitet. Es handelt sich um den Eurypteriden, einen Cousin von Spinnen und Skorpionen. Er ist auch als Seeskorpion bekannt. Der Eurypterid hat einen lang gestreckten Körper, der in einem gegliederten Schwanz endet. Sein Cephalothorax hat mehrere Augenpaare und Beißzangen. Er ist ein Raubtier, kann aber auch ein Aasfresser oder Allesfresser sein. Die meisten Arten haben einen sehr feinen Stachel am Ende ihres Schwanzes, mit dem sie ihrer Beute Gift injizieren. Die Größe von Eurypteriden variiert stark, liegt aber im Durchschnitt bei etwa einem Meter. Das größte bekannte Tier erreichte eine Länge von 2,5 Metern, während das kleinste nur knapp über 2 Zentimeter lang war. Große Eurypteriden sind leicht gebaut. Die Körpersegmente sind dünn und nicht mineralisiert, was ein leichteres Skelett und eine bessere Beweglichkeit ermöglicht. Ein weiteres bekanntes Raubtier der damaligen Zeit war der Kopffüßer Orthocerid. Er war einer der ersten, der im offenen Wasser schwamm und damit das erste Raubtier, das sich im offenen Meer bewegte. Dieser Kopffüßer hat eine gerade, einschneidige Schale. Er kann eine Länge von einigen Zentimetern bis zu 11 Metern bei den größten Exemplaren erreichen und gilt als furchterregender Räuber. Draußen auf dem Meer, auf dem Superkontinent Gondwana, ist es totenstill. Bei genauerem Hinsehen sind ein paar Flechten und Sporen zu erkennen, aber die Kontinentaloberfläche gleicht immer noch einer großen Wüste. Das Ordovizium endete mit einer Katastrophe, die ein großes Massenaussterben auslöste, das in seiner Schwere an zweiter Stelle steht. Zwischen 70% und 80% aller Arten wurden ausgelöscht, von der Erdoberfläche bis in die Tiefen der Meere. Obwohl die Ursachen für diese Katastrophe noch nicht wissenschaftlich geklärt sind, scheint es, dass die Erde von der Strahlung der Explosion einer Supernova getroffen wurde. Diese Strahlung veränderte buchstäblich die Atmosphäre und zerstörte die Ozonschicht. Da die Sonnenstrahlen die Erde nicht mehr erreichten, kam es auf der Erde zu einem Phänomen, das als Einfrieren bekannt ist. Das Ballett der Kontinente, das vor 443 Millionen Jahren stattfand, ist immer noch im Gange. Nach dem Massenaussterben am Ende des Ordoviziums ist der Ozean nun leer. Viele Familien, Gattungen und Tierarten sind für immer verschwunden. Die drei Kontinente Sibirien, Baltika und Laurentia, die nördlich von Gondwana einen gigantischen Archipel bilden, beginnen sich einander anzunähern. Schließlich schlossen sie sich zum Superkontinent Laurussia zusammen. Infolge des Zusammenstoßes entstand ein riesiges Gebirge, die sogenannte Kaledonische Kette. Sie schneidet sich quer durch Laurussia. Auch die Anfänge einer anderen Gebirgskette, der Herzynian-Kette, sind bereits zu erkennen, die sich erst 10 Millionen Jahre später, bei der Entstehung des Superkontinents Pangaea, richtig herausbilden wird. Die Gletscher, die sich zur Zeit des ordovizischen Aussterbens gebildet hatten, begannen zu schmelzen.
Der Meeresspiegel steigt und einige Arten entwickeln sich erheblich. Da es keine Eiskappen gibt, herrschen in La Russia milde Temperaturen, die sich bei etwa 20 Grad Celsius einpendeln. Pflanzen, die mit den heutigen Moosen und Flechten vergleichbar sind, bleiben auf der Erde. Diese Besiedler klammern sich an den Felsen in allen Ecken und Winkeln fest. Dann entwickeln sie Stacheln. In ihren Geweben zirkuliert noch kein Wasser. Einige Pflanzen entwickeln die Fähigkeit zur Wiederbelebung. Um der Trockenheit zu trotzen, können sie vollständig austrocknen und sich wieder beleben, sobald es regnet. Andere wenden eine andere Strategie an, um der Trockenheit zu widerstehen. Sie überziehen sich mit einer undurchsichtigen Cuticula, um den Wasserverlust zu begrenzen. Alle diese Pflanzen verbreiten Sporen, die dank einer Schutzhülle dem Austrocknen widerstehen. Die Morphologie dieser ersten Landpflanzen ist relativ einfach. Sie haben kleine, mehr oder weniger verzweigte, blattlose Säcke. Sie können flach liegen oder etwas aufrecht sein und haben ein sehr primitives Gefäßsystem. Diese Pflanzen werden mit der ersten Besiedlung der Luft und der mineralischen Umwelt in Verbindung gebracht. Dank ihres Abbaus durch Mikroorganismen lieferten sie das Material, das zur Bildung der ersten pflanzlichen Böden benötigt wurde. Es entstand ein völlig neues Ökosystem. Bestimmte Organismen probierten neue Lebensbedingungen aus und es entstanden neue Organismen. Während das trockene Land noch fast eine Wüste war und die Organismen hauptsächlich am Wasser lebten, versuchten die ersten Pflanzen, Fuß zu fassen. Das ist bei Coxonia der Fall. Coxonia ist eine der ersten Landpflanzen, die sich in Küsten- und Sumpfgebieten entwickeln. Ihr Aufbau ist äußerst einfach. Sie hat nur Achsen, keine Blätter oder Wurzeln. Die kriechenden Achsen sind mit Rhizomen versehen, mit denen sich die Pflanze im Boden verankern kann. Die Rhizome versorgen die Pflanze auch mit den benötigten Mineralsalzen und Wasser. Coxonia wird etwa 7 cm hoch. An der Spitze der Stängel befinden sich die Sporangien, die Organe, aus denen die Sporen austreten. Da Coxonia keine Blätter hat, sind es sicherlich diese Stängel, die die Photosynthese betreiben. Nachdem es den ersten Pflanzen gelungen ist, trockenes Land zu betreten, beginnen sie nun, ganze Kontinente zu besiedeln. So kam es, dass La Russia von neuen Pflanzenzweigen überschwemmt wurde, die die terrestrische Umwelt effektiv eroberten. Obwohl die ersten Landpflanzen sehr einfache Organismen ohne leitende Gefäße waren, hatten sie einen großen Vorteil. Sie waren autotroph. Alles, was sie zum Überleben brauchten, sind Licht, Wasser und CO2. So entwickelten die Pflanzen die Fähigkeit, auf der Suche nach Licht, das sonst von einer anderen Pflanze verdeckt werden könnte, immer höher zu wachsen. Aus einfachen Stängeln werden allmählich Stacheln, die noch mehr Licht einfangen. Dann erscheinen große Blätter, die wie Sonnenkollektoren wirken und auch für die Photosynthese nützlich sind. Es ist eine wahre Explosion von Formen und Innovationen in der Pflanzenwelt. Die Pflanzen sind mit Gefäßen für die Zirkulation von Wasser und Mineralien, mit Rhizoiden, Haaren, die der Pflanze helfen, am Substrat zu haften, und Wurzeln ausgestattet, um Mineralien und Wasser aus dem Boden zu ziehen. Das Gewebe versteift sich dank Lignin, sodass die Pflanze immer höher wachsen kann. Es würde nur wenige Millionen Jahre dauern, bis sich Wälder bilden und die Bäume eine Höhe von bis zu 30 Metern erreichen.
aber nicht auf Laurussia. Diese Entwicklung der Pflanzenwelt ist auch einer anderen Familie nicht verborgen geblieben, den Gliederfüßern, Arthropoden. Die Eroberung des Landes durch die Vegetation hat es ihnen ermöglicht, nachzuziehen. Da sie bereits mit Panzern und beweglichen Gliedmaßen ausgestattet sind, können sie sich abstützen und sich leicht an die Schwerkraft anpassen. Außerdem bringt das Meer eine Vielzahl von Kadavern an die Küste, die für fleischfressende Gliederfüßer eine äußerst attraktive Nahrung darstellen. Strudiella devonica ist ein mit den ersten Grashüpfern verwandtes Insekt. Diese kleinen Tiere gedeihen an der Laurussia-Küste zwischen Moosen und frühen Pflanzen. Strudiella devonica wird nur 8 mm lang und ist flügellos. Vermutlich ist sie ein Allesfresser und hat 6 Beine und 2 Fühler. Sie besitzt bereits die für geflügelte Insekten typischen Mandibeln, wie man sie heute bei Schaben und Grashüpfern findet. Es gibt auch Tausendfüßer ähnliche Lebewesen sowie Spinnen und Skorpione. 100 Millionen Jahre bevor sie aus dem Meer auftauchten, bewiesen diese Gliederfüßer ihr beeindruckendes Talent als Entdecker. Noch heute sind 90% der Lebensformen auf der Erde Gliederfüßer, darunter auch Insekten. Die kleinsten Gliederfüßer haben es am leichtesten zu überleben. Je größer sie sind und je schwerer ihre Schalen sind, desto schwieriger ist es für sie zu atmen. Den Ameisen geht es recht gut. In den Untiefen des Iapetus-Ozeans ist das Leben in vollem Gange. Es gibt Korallen, Seelilien, Brachiopoden, Trilobiten und Nautiloide. Große marine Arthropoden wie Eurypteriden sind immer noch unter uns. Sie sind die größten Raubtiere nicht nur der Ozeane, sondern auch des Planeten. Die ersten Kieferfische tauchen auf, die Plakodermen. Ihre primitiven, zahnlosen Kiefer weisen scharfe Stacheln und knöcherne Auswüchse auf. Einige von ihnen wuchsen innerhalb weniger Millionen Jahre zu beachtlichen Größen heran, wie zum Beispiel Dunkleus Theus, der über 8 Meter lang werden kann. Vor 416 Millionen Jahren bewegte sich Gondwana, das den größten Teil der südlichen Hemisphäre umfasste, langsam nach Norden, wo sich Laurussia befindet. Die beiden kollidieren unweigerlich. Durch ihren Zusammenstoß entsteht ein einziger Superkontinent, Pangea. Der Pantalassa-Ozean bedeckt den Rest des Planeten. Vor etwa 350 Millionen Jahren bildete sich Pangea, der letzte Superkontinent, heraus. Die Erde hatte gerade eine Katastrophe hinter sich, die ein großes Massenaussterben verursachte, das Devon-Massenaussterben. Über 70% der marinen Arten verschwanden von der Erdoberfläche. Die Ursache war eine gigantische Erdwolke, die die Erdkruste durchbrach und einen Ozean aus Magma über unermessliche Entfernungen verschüttete. Im Innern der Erde, unter dem heutigen Sibirien, sammelte sich diese tödliche kochende Masse. Übermäßige Eruptionen setzen Tausende von Tonnen geschmolzenen Gesteins frei. Unterwasser-Erdbeben zerstörten alles, was sich unter den Ozeanen befand, und das Wasser begann sich stark zu erwärmen, was der Meeresfauna schadete. Zunächst wird der Ozean kontaminiert. Wenn Lava mit Meerwasser in Berührung kommt, entstehen Stoffe, die für lebende Organismen schädlich sind. Dann werden die Gase in die Atmosphäre freigesetzt. Die Luft wird mit Treibhausgasen angereichert, da Kohlendioxid in großen Mengen vorhanden ist.
Auf der Erde ist es heiß und in den Ozeanen kommen die Meeresströmungen zum Stillstand, wobei die Temperaturen über 30 Grad Celsius erreichen. Das Meeresleben stirbt. Plakodermen können nicht überleben. ...250.000 Jahre nach der Eruption fließt das Magma weiter. Die Vegetation, die von einer kohlendioxidreichen Atmosphäre profitiert, besiedelt die Kontinentalflächen. Wenn die Blätter absterben, fallen sie auf den Boden und sammeln sich an. Es bildet sich die erste Humusschicht des Planeten. Diese wird dann durch Regenfälle in die Ozeane getragen, wo sie Algen ernährt. Algen wachsen in Hülle und Fülle und lassen keinen Platz für andere Lebensformen. An Land erreichen mehrere Kilometer hohe Aschewolken die Atmosphäre. Die noch immer brennende Asche fällt auf die Erde zurück und entfacht riesige Brände. Die Aschewolken verdunkeln auch den Himmel und auf der Erde beginnt eine lange Periode des vulkanischen Winters. Die Temperaturen sinken nun stark ab. Den Arten bleibt keine Zeit, sich an diese drastischen klimatischen Veränderungen anzupassen. Dieses Aussterben führte zum Verschwinden von 19% der Familien und 35-50% der Gattungen von Meerestieren. Man könnte meinen, es sei alles vorbei, aber das ist es nicht. Die Bäume, die zu diesem Massenaussterben beigetragen hatten, helfen nun, der Erde neues Leben einzuhauchen. Dank der Bäume nimmt die Sauerstoffproduktion jedes Jahr allmählich zu. Die Temperaturen werden stabil und die Jahreszeiten kehren zurück. Die Biosphäre diversifiziert sich erneut. Eine neue Periode im Pangea beginnt. Das Karbon. Laurussia und Gondwana, die Superkontinente, die vor mehreren Millionen Jahren aus dem Zerfall von Rodinia hervorgegangen sind, schließen sich wieder zu Pangea zusammen. Dieser Zusammenschluss dauerte jedoch sehr lange. Er dauerte bis zum Perm. Der Superkontinent ist von einem Superozean namens Pantalassa umgeben. Die Plattentektonik, die an der Bildung von Pangea beteiligt war, führte zu einem Anstieg des Meeresspiegels, sodass in der ersten Zeit viele Pflanzen ertrunken sind. Während des ersten Teils des Karbon blieben die Temperaturen mild und stabil. In der zweiten Hälfte des Karbon sanken die Temperaturen. Die ersten Tetrapoden traten im Oberdevon auf. Vor etwa 375 Millionen Jahren. Die Tetrapodomorphen bildeten den Übergang von Fischen zu Tetrapoden. Ihre robusten Brustflossen wurden durch ein Knochenskelett versteift. Sie beginnen nun, Beinen zu ähneln. Tetrapoden sind zumeist Wirbeltiere, die in der Luft und an Land leben. Sie haben vier zähige Gliedmaßen. Heute sind Tetrapoden durch Amphibien und Amnioten vertreten, zu denen Reptilien, Vögel und Säugetiere gehören. Acanthostega aus dem Devon gilt als der erste Tetrapode mit ausgeprägten, gelenkigen Fortbewegungsorganen. Er hatte 8 Zehen an jedem Fuß. Allerdings war er nicht vollständig an das Leben an Land angepasst. Sein Skelett konnte nämlich das Gewicht seines Körpers an Land nicht tragen. Mit einer maximalen Länge von 1 Meter hat Acanthostega schwere Knochen und eine Seitenlinie, die der von Fischen ähnelt. Es ist ein imposantes Tier, das noch immer auf das Wasser angewiesen ist. Es ist ein perfektes Beispiel dafür, dass die Eroberung der terrestrischen Umwelt auf zahlreichen Anpassungen an die aquatische Umwelt beruhte. Die Lungenatmung ist eine Anpassung an das Leben in einer sauerstoffarmen, aquatischen Umgebung, wie zum Beispiel einem warmen Sumpf.
Die Fähigkeit zu laufen ist eine Anpassung an diese Fortbewegung in überfüllten Umgebungen wie Mangroven. Die motorischen Gliedmaßen haben sich möglicherweise für das Gehen im tiefen Wasser entwickelt. Fortschreitende Anpassungen sind für ein rein terrestrisches Leben sehr nützlich. Die Tetrapoden passen sich an ihr neues Leben in der Luft an, indem sie eine Fruchtblase bekamen. Obwohl das Leben lange Zeit auf das Wasser beschränkt gewesen war, begann es sich allmählich zu entwickeln. Die Pflanzen waren die ersten, gefolgt von den Tieren, die sich zaghaft, aber sicher ihren Weg an Land bahnten. Für ihre Ernährung und vor allem für ihre Fortpflanzung sind sie jedoch weiterhin auf das Wasser angewiesen. Daher ist es für sie unmöglich, sich aus den Wassergebieten zu entfernen und in trockene Gebiete vorzudringen. Vor etwa 310 Millionen Jahren führte eines der ältesten bekannten Reptilien, Hylonomus, eine bedeutende Innovation ein, das Amnion. Diese Hülle ermöglichte es dem Embryo des Amnioten, sich in einer flüssigen Umgebung zu entwickeln. Dies schützt den Embryo vor dem Austrocknen, aber auch vor Erschütterungen. Er kann nun auch außerhalb von Gewässern abgelegt werden. Gleichzeitig entwickelt sich die Haut der Reptilien zu einer viel trockeneren, wasserdichten Textur. Dies verlangsamt den Wasserverlust über die Haut. Die Tetrapoden verringern ihre Abhängigkeit vom Wasser erheblich. Von nun an öffnen sich für sie neue Türen zu neuen Gebieten, die zuvor unzugänglich waren. Die Reptilien haben sich in zahlreiche Gruppen aufgeteilt, darunter Eidechsen, Schlangen, Vögel, Säugetiere, Krokodile, Schildkröten. Riesige Wälder beginnen zu entstehen. Riesige Farne entwickeln sich, ebenso wie Rinden und Samenbäume. Diese neue Umgebung begünstigte auch die Evolution der Tetrapoden. Die Kohle, die wir heute verbrauchen, stammt aus den Wäldern, die sich im Karbon entwickelten. Als die tektonischen Bewegungen aufhörten, bewegten sich auch die Landformen nicht mehr. Die Gesteine werden nun nur noch durch Verwitterung und Erosion abgebaut. Die Erosionsprodukte lagern sich in den tiefliegenden Gebieten um die Landformen herum ab. Aufgrund des tropischen Klimas, das zu dieser Zeit in Pangäa herrschte, wuchs auf den durch die Abbauprodukte entstandenen Sedimenten eine üppige Vegetation. Die Materialien häufen sich an und setzten sich ab. Von Zeit zu Zeit tauchen Sand und Lehm auf. Aufstrebende Gebiete füllen sich mit Farnen und Koniferen und bilden riesige Wälder, die ideale Lebensräume für Insekten sind. Sumpfige Böden werden von großen Amphibien besiedelt. Wenn Bäume absterben, fallen ihre Stämme auf den Boden. Da die Sedimentation wichtig ist, werden sie schnell unter Laub begraben, so schnell, dass die organische Substanz keine Zeit hat, sich zu zersetzen. Im Laufe der Jahre verfestigten sich die Tone und Sande zu Schiefer und Sandstein. Organisches Material wird zu Torf, Braunkohle, Steinkohle und schließlich Anthrazit. Diese Produkte enthalten immer mehr Kohlenstoff und damit immer mehr Energie. Durch Überschwemmungen und Überflutungen werden die Kohleflöze durch Schiefer- und Sandsteinschichten getrennt, die ebenfalls organisches Material enthalten. Diese Kohle wurde in der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts in großem Umfang genutzt. Die Wälder des Karbon bestehen hauptsächlich aus großen baumartigen Lykophyten, Kalamiten und Baumfarnen. Unter diesen Pflanzen, die weder Blüten noch Samen bilden, finden wir auch die ersten primitiven Nadelbäume, die Corda italis, sowie eine andere, heute ausgestorbene Gruppe, die Pteridus permalis, die Samenfarne. Zu den großen, arboreszenten Lykophyten gehört der Lepidodendron.
Dieser primitive Baum ist auf Pangäa sehr weit verbreitet und war eine der ersten Pflanzen, die gigantische Ausmaße erreichten. Er kann bis zu 40 Meter hoch werden, mit einem Stamm, der an der Basis bis zu 2 Meter breit ist. Seine Krone hat die Form eines riesigen Brokkolis. Die Blätter sprießen in Spiralen aus dem Stamm. Wenn sie abfallen, hinterlassen sie eine Narbe am Stamm. Lepidodendron produziert Sporen. Kalamite ist eine Art von Riesenschachtelhalm. Er kann bis zu 20 Meter hoch werden und ist auf Pangäa in sumpfigen und sandigen Gebieten sehr häufig anzutreffen. Die Schachtelhalme bilden zahlreiche Ausläufer, die unterirdischen Verzweigungen, die ihn wachsen lassen. Auf diese Weise kann er neue Stämme ausbilden, wenn diese in schlechtem Zustand sind. Die Stämme können bis zu 1 Meter im Durchmesser erreichen. Die Blätter der Kalamite werden je nach Anordnung der Stämme immer größer. Während der Lepidodendron einem Baum sehr ähnlich ist, entwickelte sich eine andere Gruppe, die Farne, in großem Umfang und prägte das Karbonzeitalter. Diese Pflanzen bildeten riesige Sümpfe, die die Kontinentaloberfläche bedeckten. Der Watjetsa ist einer der ältesten bekannten Bäume. Er ähnelt unseren modernen Palmen sehr. Er kann bis zu 8 Meter hoch werden. Der Watjetsa hat keine Blätter, sondern Wedel. Sie stehen senkrecht und sind in den Stamm eingelassen. Der eher schlanke Stamm hat eine umgekehrte konische Form. Seine kleinen Wurzeln dringen senkrecht in den Boden ein und halten die Pflanze trotz ihrer imposanten Größe aufrecht. Die Blätter werden in großen Mengen gebildet. Wenn sie abgestorben sind, liegen sie wie ein Teppich auf dem Boden und bieten einen Lebensraum für kleine Tiere. Der Psaronius ist, obwohl er die Größe eines Baumes erreicht, ein Farn. Er wird bis zu 10 Meter hoch und hat einen Stamm mit einem Durchmesser von bis zu 1 Meter. Psaronius hat prächtige Wedel, die bis zu 3 Meter lang werden können. Dieser Farn hat keinen richtigen Stamm. Er stützt sich auf einen dicken Wurzelmantel aus kleinen Wurzeln. Innerhalb dieses Mantels wuchert ein ganzes Ökosystem. Auch andere Pflanzen und Epiphyten sind hier zu finden. Vor 390 Millionen Jahren entwickelten sich langsam samenbildende Pflanzen, die sogenannten Spermatophyten. Dank dieser neuen Pflanzengattung erfolgt die Verbreitung nicht mehr durch Sporen, sondern durch Samen. Diese Samen sind durch eine schützende Hülle geschützt, die den Embryo und alle Reserven enthält, die er in den ersten Phasen seiner Entwicklung benötigt. Wenn sich der Samen von der Pflanze löst, sorgt er für die Verbreitung der Art, die durch seine geringe Größe, aber auch durch kleine Haken, mit denen er sich an Tieren festhalten kann, und durch Anhängsel, mit denen er den Wind einfangen kann, erleichtert wird. Die Pflanzen sind nicht mehr auf das Wasser angewiesen. Ihre Fortpflanzung erfolgt aus der Luft. Außerdem kann der Samen in eine Ruhephase übergehen. Das bedeutet, dass sich sein Lebenszustand verlangsamen kann, so dass er günstige Bedingungen für die Keimung erreicht. Das Auftauchen des Samens ist eine wahre botanische Revolution. Einige Spermatophyten haben einen nackten Samen. Dies ist der Fall bei den Nadelbäumen. Nadelbäume sind sehr gut an das warme Klima des Karbons angepasst und erobern frei gewordene ökologische Nischen. Diese samentragenden Gefäßpflanzen sind kegelförmig, daher ihr Name. Sie sind auch heute noch auf der ganzen Welt zu finden.
Nadelbäume sind äußerst widerstandsfähige Gehölze und haben viele Umwälzungen in der Erdgeschichte überstanden, darunter Klimaveränderungen, Vulkanausbrüche und das spätere Auftreten von Blütenpflanzen. Zu den primitiven Nadelbäumen, die sich im Karbon entwickelten, gehören Gattungen wie Cordaites und die Gruppe der Archaeopteridales. Cordaites sind Bäume mit nadelartigen Blättern und Zapfen. Sie haben bestimmte Merkmale mit modernen Nadelbäumen gemeinsam. Die größten Blätter können bis zu 1 Meter lang und 15 cm breit werden. Die spiralförmig an den Zweigen angeordneten Blätter ähneln langen Bändern mit parallelen Adern. Cordaites sind gleichermaßen in Sümpfen, an den Rändern von Feuchtgebieten oder in trockeneren Lebensräumen zu Hause. Die größten Bäume können eine Höhe von bis zu 45 Metern erreichen. Archaeopteridales sind Gefäßpflanzen, die den Baumfarnen ähneln, aber als Vorläufer der Nadelbäume gelten. Ihr berühmtester Vertreter ist Archaeopteris. Archaeopteris taucht im Devon auf, bleibt aber bis zum Karbon erhalten. Er gehört zur Gruppe der Progymnospermen, dem Ursprung der Gymnospermen. Dieser Baum ist ein wahrer Riese, der eine Höhe von bis zu 40 Metern erreichen kann. Sein Stamm kann einen Durchmesser von bis zu 1,50 Meter erreichen. Sein Stamm besteht aus Lignin und Zellulose und obwohl er den heutigen Nadelbäumen sehr ähnlich ist, war dies damals ein neues Material. Die Wedel von Archaeopteris entfalten sich aus ihrer Krone und verleihen ihr ein farnähnliches Aussehen. Sie sind horizontal ausgerichtet und verfügen über für die damalige Zeit außergewöhnliche Photosyntheseorgane, die es dem Baum ermöglichen, das Sonnenlicht optimal zu nutzen. Während der Karbonzeit war das Leben auf Pangäa durch weit verbreiteten Gigantismus gekennzeichnet. Riesige pflanzliche und tierische Organismen bevölkerten die Kontinentaloberfläche. Es entstanden viele neue Pflanzen, aber nur wenige Bakterien waren in der Lage, sie zu verdauen. Die meisten Bestandteile dieser Pflanzen sind im Boden vergraben. Pflanzen betreiben Photosynthese. Mit Hilfe von Kohlendioxid, Wasser und Licht bauen sie organische Stoffe auf und setzen dabei Sauerstoff frei. Der Sauerstoffgehalt in der Luft betrug bis zu 35%, verglichen mit 21% heute. Das Karbon wird als das Zeitalter des Sauerstoffs bezeichnet. Die Fähigkeit eines Tieres zu atmen hat Auswirkungen auf seine Größe. Im Karbon wuchsen Insekten zu gigantischen Größen heran und wurden so zu Räubern für frühe Reptilien und Amphibien. Gliederfüßer haben ein Kreislaufsystem, bei dem ihr Blut nicht in Blutgefäßen eingeschlossen ist. Es zirkuliert frei in den Körperhöhlen. Außerdem verfügen sie über winzige Öffnungen an der Körperoberfläche, durch die Sauerstoff aus der Atmosphäre in ihren Kreislauf gelangen kann. Sie reagieren daher sehr empfindlich auf Schwankungen des Sauerstoffgehalts in der Atmosphäre. Von dieser sauerstoffreichen Atmosphäre profitieren nicht nur Gliederfüßer, zu denen Insekten, Spinnen und Krebse gehören, sondern auch bestimmte Wirbeltierarten. Meganeura monchi ist die größte Libelle in der Geschichte. Sie erreicht eine Flügelspannweite von über 70 cm, eine Länge von 30 cm und ein geschätztes Gewicht von 150 Gramm. Sie lebt in der Nähe von Flüssen und Wasserlöchern.
Meganeura Monchi hat große, zusammenhängende Augen, mit denen sie fast 360 Grad sehen kann. Zu diesem Zeitpunkt wird sie zu einem Superpredator. Sie jagt andere Insekten, indem sie sie im Flug beißt, im Gegensatz zu den heutigen Libellen, die aus einer Position heraus jagen, in der sie ihre Beine benutzen. Meganeura Monchi ernährt sich auch von frühen Reptilien, die den Boden übersäen. Neben Meganeura Monchi gibt es noch einen weiteren Riesen aus dieser Zeit, Megarachne. Megarachne ist eine Art aus der Familie der Eurythmie. Sie ist mit den Spinnentieren verwandt und hat eine gewisse Ähnlichkeit mit unseren heutigen Spinnen. Megarachne wird bis zu 35 cm lang. Der Abstand zwischen den einzelnen Beinen beträgt über 60 cm. Wie Meganeura ist sie auch ein Superraubtier und hat nur sehr wenige Feinde. Zu den Beutetieren von Megarachne gehört Arthropleura, ein riesiger Skolopendre. Arthropleura ist ein riesiger Tausendfüßer, der bis zu 2,5 Meter lang und schätzungsweise 50 Kilogramm schwer werden kann. Er ist der größte bekannte Gliederfüßer, der die Erdoberfläche bevölkert hat. Auch wenn er kein Superraubtier war, macht ihn sein Gigantismus nicht zur Beute. Arthropleura scheint ein Pflanzenfresser zu sein, der in feuchten, sumpfigen Umgebungen lebt. Sein abgeflachter Körper besteht aus etwa 30 gelenkigen Segmenten. Jedes dieser Segmente ist von zwei seitlichen Platten und einer zentralen Platte bedeckt. Pulmonoscorpius ist ein Riesenskorpion und eines der größten bisher bekannten Spinnentiere. Die Form seiner Lungen wechselt zwischen Gewebe und Lufttaschen, was ihm den Namen atmender Skorpion einbrachte. Er kann eine Länge von bis zu 70 cm erreichen. Pulmonoscorpius ist mit kräftigen Zangen und einem Stachel ausgestattet, mit dem er seiner Beute und potenziellen Fressfeinden ein Gift injizieren kann. Dieses Superraubtier ernährt sich wahrscheinlich von Gliederfüßern und kleinen Tetrapoden. Diplocaulus ist eine Amphibiengattung, die während des Perms nach dem Karbon auftrat. Sie ist eine der größten bisher bekannten Lepuspondyliden. Ihr bis zu 1 Meter langer Körper ist flach und kaum 10 cm hoch. Trotz seiner Größe zeichnet sich Diplocaulus vor allem durch seinen spektakulären Kopf aus, dessen Schädel die Form eines Bumerangs hat. Er steht in keinem Verhältnis zum Rest des Körpers. Die Funktionen dieses seltsamen Kopfes sind noch nicht genau definiert. Sein Schädel könnte als Verteidigungswaffe dienen, so dass er schwer zu verschlucken ist. Andere Theorien besagen jedoch, dass diese bumerangartige Form dem Tier helfen könnte, sich im Wasser fortzubewegen. Diplocaulus gedeiht in Sümpfen und großen Tümpeln. Er kann also abwechselnd im Wasser und an Land leben. Er ernährt sich von verschiedenen Fischen, aber auch von Insekten und anderen kleinen Amphibien. Seit mehreren Millionen Jahren ist es auf der Erde ruhig geworden. Doch am Ende des Perms kam es zu einem relativ großen Massenaussterben. Während des Perms bildete sich der Superkontinent Pangäa weiter, aber nicht ohne Folgen. Die Fläche der flachen Meeresgewässer und der Küstenzonen schrumpfte dramatisch. Das Zusammenwachsen der Kontinentalmassen führte zu einem Temperaturabfall und der Vulkanismus nahm an Intensität zu. Die Erde erlebt derzeit ihr drittes Massenaussterben, das zweifellos das verheerendste sein wird. Auf den Kontinenten sind 70% der Arten am Aussterben. Bei den Meerestieren sind die Hälfte aller Familien,
drei Viertel aller Gattungen und 95% aller Arten ausgestorben. Keine Gruppe blieb von der Katastrophe verschont, aber alle waren in unterschiedlichem Maße davon betroffen. Trilobiten, riffbildende Korallen und andere marine Mikroorganismen wurden vollständig ausgerottet. Brachiopoden, also Farne an der Kontinentaloberfläche, wurden dezimiert. Muscheln, Fische und Tetrapoden waren weniger betroffen. Diese Katastrophe markiert die Grenze zwischen zwei Epochen, der ersten und der zweiten. Das Ausmaß dieser Katastrophe ist das Ergebnis der kumulativen Auswirkungen von zwei vulkanischen Ereignissen, die nur knapp 6 Millionen Jahre auseinanderliegen. Die Emissionen des Mont Emae vor 258 Millionen Jahren und die riesigen Lavaströme in Sibirien vor 252 Millionen Jahren haben das damalige Klima erheblich gestört. Aber das waren nicht die einzigen Vorfälle. Nach dem Aussterben des Perm sind die Landschaften der Erde mit Farnen, Schachtelhalmen, Bärlapp und Moosen übersät. Bislang gab es noch keinen einzigen Farbtupfer. Blühende Pflanzen sind noch nicht aufgetaucht. Die gesamte Landmasse ist in Pangäa versammelt. Doch während dieser Epoche begann der Superkontinent langsam zu zersplittern. Das Mesozoikum war durch das Auftreten und die Diversifizierung der berühmtesten Tiere, der Dinosaurier, gekennzeichnet. Der Name Dinosaurier bedeutet im Griechischen schreckliche Eidechse und weist auf ihre charakteristische überdimensionale Größe hin. Diese Gruppe von Tieren ist sehr vielfältig und eine große Erfolgsgeschichte der Evolution. Sie sind auf allen Kontinenten zu finden und weisen eine große Vielfalt an Formen auf, obwohl sie im Wesentlichen terrestrisch leben. Es gibt fliegende, zweibeinige und vierbeinige Dinosaurier. Sie können auch Fleisch- oder Pflanzenfresser sein. Zu Beginn der Trias, vor 230 Millionen Jahren, erholte sich die Erde langsam vom Aussterben des Perms. Ökologische Nischen wurden frei und diese Reptilien beeilten sich, sie zu füllen. Die Dinosaurier herrschten über Pangäa und blieben es bis zum Ende der Kreidezeit vor 66 Millionen Jahren. Zu Beginn der Trias waren die Dinosaurier noch nicht die Giganten, die später in der Kreidezeit auftauchen sollten. Der Eoraptor zum Beispiel war 1 Meter lang und etwa 40 Zentimeter hoch und wog etwa 10 Kilogramm. Seine Hände haben jeweils 5 Finger, von denen die 3 längsten in einer großen Klaue enden, mit der er seine Beute angreifen, aber auch nach Pflanzen greifen kann. Er hat keine weiterentwickelte räuberische Morphologie und ist ein primitiver Dinosaurier. Die ersten insektenfressenden fliegenden Reptilien, Pterosaurier wie Eudimorphodon, tauchen auf. Eudimorphodon hat eine Flügelspannweite von etwa 1 Meter. Er hat einen langen, rautenförmigen Schwanz. Eudimorphodon hat über 100 Zähne. Seine Kiefer sind spezialisiert und eignen sich besonders gut für den Fischfang. Seine morphologischen Merkmale ermöglichen es ihm, aktiv zu fliegen. Obwohl die Dinosaurier im Mittelpunkt des Interesses standen, diversifizierte sich der Zweig der Säugetiere weiter. Zu Beginn der Trias finden wir zahlreiche Therapsiden, die Cynodonten wie Lystrosaurus. Während der Trias gingen sie dann aufgrund des Auftretens der Cynodonten zurück. Lystrosaurus ist ein Tier, das zwischen 80 cm und 2 Metern groß ist. Er hat einen robusten Körper und kurze Gliedmaßen. Er ist ein Wühltier.
Seine Nasenlöcher befinden sich hoch oben, fast auf Augenhöhe. Sein Kiefer ist mit einem paar Stoßzähnen ausgestattet, die zum Scharren im Boden, aber auch zur Selbstverteidigung dienen. Er ernährt sich von Wurzeln und kleinen Pflanzen. Am Ende der Trias traten die ersten Säugetierformen auf, insbesondere Megazostrodon, die sehr eng mit den Säugetieren verwandt sind. Megazostrodon hat eine ähnliche Morphologie wie die heutigen Spitzmäuse und ist 10 bis 12 cm lang. Er ernährt sich von Eidechsen und Insekten und jagt in der Nacht. Sein Gehirn ist weiterentwickelt als das seiner Vorfahren, insbesondere in den Bereichen, die für den Geruchssinn und das Sehen zuständig sind. Seine geringe Größe ist eine Schwäche der ersten Dinosaurier, die auftauchten. In den Ozeanen stehen die Kontriktienen, entfernte Cousins unserer Haie, im Mittelpunkt. Daneben gewinnen die Meeresreptilien immer mehr an Bedeutung. Obwohl mehrere Familien entstanden, waren die großen Gewinner dieser marinen Vielfalt die Ichthyosaurier, die während des gesamten Sekundärzeitalters blieben und in der Kreidezeit ausstarben. Diese echten Meeresraubtiere, die an der Spitze der Nahrungskette standen, wurden zwischen 1 Meter und 20 Meter lang. Dank ihrer kräftigen Flossen konnten sie sich unter Wasser mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Stundenkilometern fortbewegen. Diese lebend gebärenden Reptilien sind in der Lage, lebende Junge zu gebären und können bereits schwimmen. Sie haben eine verlängerte Schnauze und ernähren sich von Ammoniten, Belemniten und Fischen. Ihre Morphologie ähnelt sehr der heutigen Delfine. Sie sind in der Lage, in große Tiefen zu tauchen, aber auch aufzutauchen. Die großen Augen des Ichthyosauriers ermöglichen es ihm, im Dunkeln zu sehen, wenn er nachts tief in den Ozean taucht. All diese kleine Welt findet ihren Platz auf Pangea, das nicht mehr lange ruhig bleiben wird. Die Kräfte, die es vor Millionen von Jahren zusammengeführt haben, rumpeln nun, um es zu spalten. Vor 250 Millionen Jahren, zu Beginn der sekundären Ära, kam es zur Aufspaltung von Pangea, die dem Zyklus des Zusammenkommens und Auseinanderbrechens der Kontinentalplatten folgte. Am Ende der Trias, vor etwa 200 Millionen Jahren, wurde diese Zersplitterung jedoch richtig intensiv. Ein Teil des Pandalassa-Ozeans sinkt in den westlichen Teil von Pangea ein. Hier bildet sich eine ozeanische Öffnung, die sich ausdehnte und nach Westen vordrang, um einen neuen Ozean, den Tethys, zu bilden. Dieser Ozean wird sich weiter ausdehnen. Die ökologischen, klimatischen und geografischen Folgen sind immens. Es entstanden Gräben, die Nordamerika von Afrika trennten. Die mittelozeanischen Gräben sind aktiv, warm und geschwollen. Der mittlere Meeresspiegel steigt an. Kontinentalflächen spalten sich und Meeresgebiete dehnen sich aus. An diesem Punkt führt ein Vulkanausbruch zu gewaltigen Ausbrüchen und der Planet tritt in eine Periode abrupter Klimaveränderungen ein. Die Temperaturen sinken stark ab, bevor sie innerhalb kürzester Zeit wieder ansteigen. Die Meeresströmungen ändern sich. Die wärmeren Temperaturen verringern den Austausch zwischen kaltem und warmem Wasser. Die Wasserzirkulation verlangsamt sich und der Sauerstoffgehalt des Meeresbodens nimmt ab. Die biologische Vielfalt wird durch diese Veränderungen stark beeinträchtigt. Während in Pangea ein kontinentales Klima herrschte, erlebt der Planet als Ganzes nun ein eher ozeanisches Klima.
Pangäa zerfiel in zwei neue Kontinente, Gondwana und Laurasia. Laurasia ist ein Superkontinent, der durch die Aufspaltung von Pangäa am Ende der Trias entstand. Als sich der Tethys-Ozean entwickelte, teilte er den Superkontinent in Laurasia im Norden und Gondwana im Süden. Laurasia umfasst Nordamerika, Eurasien und einen Teil der Arktis. Von nun an sind die Länder getrennt. Die Möglichkeiten der Fortpflanzung und des genetischen Austauschs zwischen den Individuen der gleichen Art nehmen ab. Diese Trennung geschah nicht über Nacht und der Austausch nahm über Millionen von Jahren ab. Populationen werden nun zu eigenständigen Arten. Sie diversifizieren und entwickeln sich auf beiden Kontinenten. Laurasia zeichnet sich durch eine große Vielfalt an Ökosystemen aus. Es ist von einer Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten bewohnt, die sich aufgrund der unterschiedlichen Umweltbedingungen von denen in Gondwana unterscheiden. In dieser Periode wurden die Dinosaurier zu den bedeutendsten Bewohnern. Von da an wuchsen sie zu enormer Größe heran. Auch die ersten Säugetiere traten diskret in Erscheinung. Laurasia blieb bis vor etwa 65 Millionen Jahren bestehen, als es sich mit der Öffnung des Nordatlantiks in Eurasien und in Nordamerika aufspaltete. Tektonische Kräfte führten dann dazu, dass die Fragmente Laurasiens auseinanderdrifteten und die Erde ihr heutiges Gesicht erhielt. Die Erde ist lebendig. Ihre Kontinentalplatten sind ständig in Bewegung, waren es schon immer und werden es auch in Zukunft sein, solange das Innere des Planeten heiß genug ist. Das Mittelmeer ist das Überbleibsel des Tethys-Ozeans. Als sich der südliche Atlantik zu öffnen begann, drehte sich das südliche Afrika in sich selbst. Seine nordöstlichen Küsten rückten näher an das nördliche Eurasien heran. Der Tethys-Ozean begann sich zu schließen. Heute ist nur noch das Mittelmeer übrig, das unweigerlich schrumpft. In ein paar Millionen Jahren wird dieses Meer sicherlich auf ein paar kleine Seen reduziert sein. Wir befinden uns derzeit auf halbem Weg durch den Wilson-Zyklus. Innerhalb von 250 Millionen Jahren wird sich ein neuer Superkontinent bilden. Pangäa Proxima ist der nächste Superkontinent, der durch das Zusammentreffen von Afrika, Eurasien und Amerika entstehen könnte, gefolgt von der Kollision von Australien und der Antarktis. Es werden zwei weitere Theorien vorgestellt. Amasia, ein Superkontinent, der durch den Zusammenschluss von Asien und Nordamerika entsteht. Das neue Pangäa würde die Schließung des Pazifischen Ozeans einläuten, begleitet von der Nordwärtsbewegung der Antarktis und der Kollision Australiens mit Ostasiens. Eine genaue Vorhersage des künftigen Superkontinents ist derzeit nicht möglich. Tektonische Plattenbewegungen sind komplex und werden von vielen Faktoren beeinflusst. Die heutigen Kontinente bewegen sich aufgrund tektonischer Kräfte weiter, aber größere Veränderungen dauern in der Regel Millionen von Jahren. Die Betrachtung möglicher künftiger Superkontinente wirft Fragen zu den Auswirkungen des geologischen Wandels auf. Wie werden sie unsere Welt formen und das Leben auf der Erde beeinflussen?